Delicious. Hey Leute, was geht ab? Und Leute, willkommen hier zum nächsten Spieltag der PECS Online WM 2018 und willkommen zum ersten deutschen Spiel. Gruppe C beginnt heute den Spieltag und die Gruppe D beendet den heutigen Spieltag. Vorhin gab es schon um 14 Uhr Gruppe A-Spiel und das Gruppe B-Spiel. War auch richtig spannend, wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Ist natürlich auf meinem Kanal zu finden. Das letzte Video, ganz klare Sache. Die Spieltagsvideos sind immer um 14 Uhr online und um 16 Uhr. 14 Uhr immer Gruppe A und Gruppe B und 16 Uhr Gruppe C und Gruppe D. Nach der Gruppenphase werde ich dann jedes Spiel einzeln hochladen. Ja, und nicht immer zwei Spiele in einem Video, aber die Mehrheit oder sage ich mal fast alle waren dafür, dass ich zwei Spiele in einem Video packe, weil dann habt ihr erstens mehr zu sehen und das Ganze geht halt auch nicht zig Ewigkeiten lange hier, das PECS United Turnier oder die PECS United WM. Ja, ich glaube, die Gruppenphase geht jetzt bis Ende der Woche oder so, also ja. Ich muss es ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Ganz klare Sache, Leute. Schweiz gegen Deutschland heute jetzt hier in der Gruppe C. Ihr habt schon gesehen, oben links in der Ecke. Ja, nachdem gestern Frankreich verloren hat, der Weltmeister in echt gegen Russland, kann heute die deutsche Nationalmannschaft nachziehen und eventuell sogar vorerst auf Tabellenplatz 1 kommen. Oder die Schweizer gewinnen. Wer weiß, Leute. Fünf Bällchen sind am Start. Danach kommen wir noch zur Gruppe D. Da tritt Kroatien gegen Brasilien an. Na, das ist ja die Todesgruppe, Leute, die Todesgruppe D. Nämlich mit Portugal, Argentinien, Kroatien und Brasilien. Einfach nur heftig, Leute. Aber jetzt erstmal Schweiz gegen Deutschland. Let's go! Mal schauen, wie viele Tore wir hier sehen werden. Ob wir überhaupt Tore sehen, das werden wir gleich sehen. Im ersten Pack war auf jeden Fall niemand drin. Godoy. Maria Admir Memedi 1-0, die Schweizer gehen in Führung. Ja, und Deutschland wohl mit einer sehr, sehr schwachen Leistung und Performance wie in echt? Fragezeichen. 1-0, Schweiz geht in Führung und das freut mich für die Schweizer Zuschauer, weil es viele Schweizer Zuschauer gibt, unter anderem auf meinem Kanal hier. John Stones, Panama, Blitzersticker, Nastasic, McGovern und Legend Italien. Deutschland hat auf jeden Fall noch die Möglichkeit zu gewinnen. Zwei Päckchen sind noch. Ja, das ist kein Deutscher. Mercado, Fazio, Klose, Legend. Ah. Leute, zählt das? Ich würde sagen, nein. Weil die Legend-Sticker zählen alle nicht. Deswegen zählt auch Miroslav Klose nicht. Pelé würde genauso nicht zählen, Leute. Also, richtig, richtig dumm gelaufen, sage ich mal jetzt für Deutschland. So dumm wie in echt. Kann man einfach so sagen, Leute. 1-0, Schweiz weiterhin. Letztes Pack. Schaffen die Deutschen hier nochmal das Comeback? Marquinhos, Taraguchi, El Neni und Terry Kane. Nein, sie schaffen es nicht. Die Schweizer gewinnen und bezwingen die deutsche Nationalmannschaft, Leute. Also, ja, wir sind verdient wahrscheinlich in echt rausgeflogen und hier wahrscheinlich bei der PECS Night WM, so wie es ausschaut. Die erste Partie, wie in echt, hat Deutschland auch verloren. Jetzt verlieren wir hier in der PECS Night WM auch gegen die Schweiz. In echt haben wir gegen Mexiko verloren. Ich bin gespannt auf die nächsten deutschen Begegnungen. Aber jetzt erstmal die Gruppe D, die Todesgruppe. Kroatien gegen Brasilien heißt es hier. Kroatien, Brasilien, was für ein Spiel. Gestern gab es schon Portugal gegen Argentinien und ich habe gedacht, Alter, was für eine geile Partie. Und jetzt gibt es Kroatien, Brasilien. Genauso spannend. Fünf Päckchen sind wieder am Start. Ich bin gespannt, Leute. Ich spoiler mal in 3, 2, 1. Gestern Portugal, Argentinien, 1-1 Punkte Teilung. Das heißt, wer hier heute gewinnt, ist auf jeden Fall auf Platz 1. Vorerst. Also, Kroatien gegen Brasilien. Im ersten Pack haben wir keinen, der hier ein Tor macht. Punkt. Australien-Logo, Linetti, Gassama, Cardona und Kotoku Sakai. Christian Stuari, Gabriel Jesus erzielt das 0-1 für ja, die Seleção. 0-1 Brasilien geht in Führung. Company, Lasse Schöne und Alexandre Lacka. Set. Zwei Päckchen sind noch, also Kroatien kann es noch schaffen, die Partie zu drehen. Na, dafür müssten sie jetzt eigentlich schon ein Türchen machen. Aber sie machen keins. Es ist immer noch möglich, gar keine Frage, aber
Aber. Sie schaffen es nicht. Brasilien gewinnt. Und ja, bezwingt Kroatien mit 0:1. Gabriel Jesus ist der Torschütze. Ja, mal gucken, ob Kroatien hier in diesem, bei dieser Becksnight-WM auch ins Finale kommen kann, ziehen kann. Oder ob es Brasilien wird oder ob es ganz ein anderer wird. Schweiz gegen Japan oder so im Finale, Leute. Das war es auf jeden Fall vom heutigen 16 Uhr Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder mit der Becksnight-WM und nachher wahrscheinlich auch noch mit einem Draft oder so. Mal gucken, was ich noch hochladen werde. Oder ob ich vielleicht heute gar nichts mehr hochlade. Ich weiß es nicht, Leute. Lasst euch überraschen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.